Anatoli Jemeljanowitsch Slivko wurde am 28. Dezember 1938 in Russland geboren. 1961 erlebte er einen schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer einen Jugendlichen tödlich verletzte. Später gab er zu, dass diese Szene ihn sexuell erregt hatte. Ab 1983 nutzte er seine Stellung als Betreuer in Jugendgruppen, um ein- bis zweimal im Jahr eine enge Freundschaft mit Jungs im Alter zwischen 13 und 17 Jahren zu beginnen. Er erlangte das Vertrauen der Jungs, und so vertrauten sie ihm, als er ihnen ein Experiment vorschlug, in dem Slivko die Jungen hängen und wiederbeleben würde, falls sie ohnmächtig würden. Sobald die Jungen das Bewusstsein verloren, entkleidete Slivko die Jungen und berührte sie. Er machte Fotos, während er masturbierte. In 22 Jahren vergriff er sich an 43 Jungen, von denen er nur 36 wiederbeleben konnte. 7 seiner Opfer zerstückelte er, übergoss sie mit Benzin und steckte sie in Brand, während er weiterhin masturbierte. Die Jugendgruppen wurden ab 1985 genauer durchleuchtet. Die Befragung der Kinder und Jugendlichen ergab, dass einige von ihnen eine Gedächtnislücke hatten. Im Dezember 1985 wurde Slivko wegen 7-fachen Mordes, sexuellen Missbrauchs und Nekrophilie angeklagt. Im Juni 1986 wurde er dafür zum Tode verurteilt. Die Erforschung seines Verhaltens soll angeblich geholfen haben, den Serienmörder Andrei Chikatilo zu fassen. Am 16. September 1989 wurde Anatoli Slivko von einem Erschießungskommando hingerichtet.